kennen wir uns jetzt schon. Und ja, wir haben also 160 Hearthstone Packs noch vor uns. Ich kann das eigentlich schon mal einblenden, das ist überhaupt kein Ding. Uns auch noch dazu, oh, ist das hübsch. Da drüben steht's. 160, du kannst dir 160 quasi kraulen. Oh, kenn ich ganz. Ja, oh. Und diese werden wir heute... Oh, aber du kannst sie immerhin poken. Ja, immerhin. Und diese werden wir heute alle aufmachen. 160 Packs und das sind natürlich alles 160 Packs vom neuen Add-on Gadgetzen. Ja. Und ich habe gesagt, wie viel Legendary werden's. Du hast ja, er hatte eine tolle Theorie. Markus hatte eine tolle Theorie. Also ich erkläre mal dazu, ich bin absoluter Hearthstone-Noob und total free-to-play und mache das eigentlich auch nur ab und zu in einer Pause auf dem Klo, in der Arbeit, zocke ich das am Handy. Nee, und ich habe auch eigentlich noch nie Legendaries aus dem Pack gezogen und hatte einfach mal das Weihnachts-Back genommen, weil ich mir dachte, hey, also ich zeige Adventszeit. So, es gibt ja verschiedene Card-Backs und der Markus hat das Weihnachts-Card-Back gewählt. Genau, ich habe es gewählt und habe aus 4 Packs, die ich irgendwie durch meine Quests bekommen habe, einfach mal schon eine Legendary gezogen. Kann natürlich statistisch nichts bedeuten. Hey Markus, wer ist der Typ neben dir? Die Frage ist gut. Endlich sind Markus vor mir. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe das Ding genommen, habe eine Legendary gezogen und dachte mir, vielleicht springt mein Glück ja etwas über. Vielleicht, ne? Hier steht's ja auch, The Frosty Destruction of Your Opponents. Und wenn der Markus sagt, das bringt Glück, dann erwarte ich jetzt innerhalb der ersten 10 Packs. Es ist, Alter, das absolute Garantie. Absolute Garantie! wenn da nichts kommt, dann ist das Raumzeitkontinuum sicherlich gestört. Okay, ich sag jetzt einfach mal ganz simpel, du hast nach 4 gekriegt, ich sag nach 10 Packs möchte ich einen Legendary haben. Okay, hier wird dir im Chat gerade alle 20. Alle gesagt. 20 Packs ein Legi, das wären 8 dann insgesamt. Mit 8 Legendaries könnte ich eigentlich recht gut leben, muss ich sagen. Der Schnitt besagt, dass wir 4 aus 160 kriegen. Mit 8 könnte ich dementsprechend sehr gut leben. Ja. Dann würde ich sagen... Ich bin übrigens sehr begeistert, dass mich die Leute richtig schreiben. Viele Leute schreiben mich ab und zu mit C. Aber hier. Wer schreibt denn Markus mit C? Keine Ahnung. Irgendwelche Leute. Aus der Grundschule irgendein Typ, der hieß auch Markus, aber mit C. Echt? Ja, der war scheiße. Wirklich voll der Spaß. Okay. So, der Andi hat also 8 aus 170 bekommen. Gut, dann... Also... 7 bis 8 wäre sehr gut. Ihr zählt mit, ich schreibe diesmal irgendwie nicht mit oder so. Ihr zählt die Legendaries mit, die wir kriegen. Und dann hoffentlich wird das auch was. Und ich glaube, wenn du auf die Leertaste drückst... Oh, Scheiße, es funktioniert. Es funktioniert und das ist unser erstes Pack. Ich bin ausgerastet. So, wie machst du das? Öffnest du die immer sofort oder guckst du, was drunter ist? Ja, auf dem Handy muss man sich ja sowieso immer durchklicken. Ach so, du bist ja der Handy-Typ. Ja, wie gesagt, ich mach's auch ganz selten mal zu Hause, aber... Okay, ihr dürft auch gerne die Goldenen im Übrigen dazu zählen, weil Gold ist immer schön. also die Legendaries und die Golden dürft ihr gerne mitzählen. Und ich glaube, da hier weder Legendary noch Gold dabei ist, ist das jetzt erstmal nicht so wichtig, weil ich glaube, aus 160 Packs werden wir... so gut wie alle Karten kriegen. Ja, es gibt ja Karten so einen Pity-Timer oder irgendwie sowas. Ich glaube, alle 50 oder sowas kommt auf jeden Fall eine Legendary. Alle 40 schon? Ja, aber irgendwie, ich glaube, ein bisschen früher steigt dann die Wahrscheinlichkeit. Ja, genau. Weil das ist ja alles hier mit Statistik und ja. super fancy, kluge Köpfe haben sich da Gedanken gemacht. Ist richtig. Ich gehe mal davon aus, dass wir so gut wie alle Packs, alle Karten, bis auf die Legendaries, also Rare und Common sowieso, Epics fast alle. Es gibt 135 neue Karten und wir haben jetzt 160 mal 5. Also ungefähr müssten wir alle Karten bis auf die Legendaries und vielleicht 3-4 Epics zusammenkriegen. Du darfst jederzeit gerne wieder Space drücken. Nee, also, oder? Ich bin abwechseln. Hier. Okay, ja bitte, dann mach du. Wie er trollt, Ne, ich habe ja auch schon gesehen, ja, Markus mit C klingt amerikanisch. Ja, das würde Sinn machen, weil mein Chef ist Ami und der schreibt mich auch das öfteren mal mit C. Ach ja? Mhm. Das ist ein Ding. Mein alter Trainer auch, obwohl der Kanadier war, aber ich zähle das mal einfach zu. Alles klar. So. Was haben wir hier? Ich finde das mit dem Tresor sehr cool eigentlich. Naja. Gut, weder Gold noch Legendary. Ich bin so gespannt. Ja, ich weiß. Ja, es ist sicher sinnvoll, immer die neuesten Packs zu nehmen. Das ist richtig, weil die am längsten im Standardmodus dann zu haben sein werden. Der Typ neben mir, das ist hier Wolverus, das ist keine Ahnung, der hier war Licht und warm, deswegen
Ja, habe ich mich hier eingemogelt. Habe ich ihn einfach mal reingelassen. Ja, ist richtig. Oh, Sleep with the Fishes. Finde ich eine sehr geile Karte für den Worry. In Turn 3 mit Whirlwind kannst du quasi krasses Boardclear machen. Quasi Excavate den Evil für 3 Mana. Finde ich ziemlich krass. Eine geile Worry-Karte für Control. Ja, aber Value ist halt niedrig. Obwohl im Controller ist ja meistens gut Card Draw. Ja. Finde ich gar nicht so kacke. Mal sehen, wie oft man die sehen wird. Du hast gerade gedrückt, ne? Oder? Ich weiß, ja, ich glaube. Das war das dritte mal. Pack. Du hast ich habe angefangen. 160. Ja, dann bist du. Ich mach die ungerade. Ja. Hallo, Robert! Also aus deiner 4-Theorie ist nichts geworden. Ja, du hast einfach Kacke am Schuh, Alter. So. Alles klar. Also, ich würde dir einfach auf den Skill schieben. Skill? Ja, aber beim Skill beim. Oh! Okay! Hab ich's gesagt, oder was? Alles klar, im fünften Pack unser erstes Legendary. Nice. Okay, und am besten noch eine goldene Aya Blackpaw. Ich weiß nicht, hat sie diese komische für 3 Mana 1-1, die nochmal Damage verteilt, wenn sie drauf geht? Ah, wenn sie gebufft ist, je nachdem, genau. Wie viel Angriff sie hat, dann auf alle macht. Ah, ganz genau. Okay. Komm, irgendwas Gutes. Ach, der Octenmeister Beardo. Ja, finde ich, ist an sich eine ganz nette Karte. Aber ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht, dass die Verwendung irgendwas von mir hat. Ich meine, das ist eine Dreierkarte mit einem 3-4er Körper, was gut ist. Ja, aber das, die muss halt an Bord bleiben, damit die auf jeden Fall mal Sinn macht. Und dann. Naja, vor allem, ich meine, es gibt doch eigentlich eh schon eine Karte, die benutze deine Hero Power so oft du willst. Und das ist die schlechtere Variante davon. Also ja, wirklich. Theoretisch, ja gut. Der andere kostet 6 Mana, die halt 3. Ja gut, aber auf der anderen Seite, du brauchst Value geht runter, weil du immer noch irgendwie ein Spell casten musst. Und du kommst gar nicht dazu, so oft deine Hero Power einzusetzen, wenn du sowieso schon die ganze Zeit. Was mich an der Karte eigentlich nur stört, dass sie eine Legendary ist. Wenn das eine Epic wäre, würde ich sagen, ist das völlig in Ordnung. Ja, ich glaube, das ist eh häufiger so, dass nicht unbedingt die besten Karten Legendaries werden, sondern einfach die mit den ausgefallensten Effekten. Ja, der Effekt ist ausgefallen. Gibt's obwohl, ja auch so noch nicht. Na, ja, wie gesagt, es gibt eine bessere Variante von dem Effekt. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt. Naja, okay, aber... Ist komisch, aber nehmen wir natürlich. Legendary ist Legendary. Und wenn wir 400 das draus machen, was soll's. So, in dem Tempo schaue ich in 3 Stunden nochmal vorbei. Ja, das ist auch in Ordnung. Wir sind hier gemütlich. So, ich habe ja keinen Skill. Markus hier, für den Fall, dass du es vorhin nicht mitbekommen hast. Jetzt bin ich hoffentlich kein Fremder mehr. So, das sind ja diese neuen Karten, die jeweils auf verschiedene Klassen gehen. Das finde ich super weird. Ja, aber ich habe gehört, die haben einen extrem hohen Occurrence-Bonus. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dass die auf jeden Fall häufiger auftauchen als alle anderen Karten. Okay. Ja, also ich bin mal gespannt, wie sich das verhält. Ich habe mich ja mit dem neuen Addon noch nicht so viel beschäftigt. Ich arbeite mich gerade ein bisschen rein. Und deswegen, damit darüber mache ich mir Gedanken, sobald ich sehe, was für Karten ich besitze und was ich dann dementsprechend machen kann. Oh shit, ich bin wieder dran. Yeah! Meine Fresse. Reiß dich zusammen, Markus. Ja. Auch keine goldene, sehr enttäuschend. Jade Claws. Die finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Oh shit, haben wir eine Jade Golem? Mhm. Das ist ja sogar ziemlich gut für einen Charmy. Ich glaube, Charmy ist schon wieder ziemlich gut dabei mit dem Addon. Ach, guck mal. Der Occurrence Bonus Bug ist gefixt. Ah, okay. Sehr gut. Mal. Wow, 2-mal. Der Enforcer. Ist aber auch ein guter Board hier eigentlich. Ja, stimmt. Ich finde ihn eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Es geht nicht. Ich habe heute bei Frank gesehen, als er seine ganzen Packs aufgemacht hat, hat er übelst viele goldene. Was ist denn das? So, das ist das 10. jetzt. Immerhin eine Legendary dabei. Das ist soweit so gut. Mana-Geode. Whenever this minion is healed, summon a 2-2 Crystal. Eigentlich... Gar nicht so kacke. Nee. Vor allem, weil der Priest eigentlich so gut wie keine 2er-Drops hat. Ja. Ja, vor allem, wenn du es früh raus. Wenn du den auscoinst und die ganzen. Ein Damage. Die ganzen wegballerst. Und ja, also ich finde die geil. Also ich finde, das könnte in der Curve mit der Aura Knight ziemlich krass sein. Das heißt,
in Turn 1 die Auchen heraus. Dann die Mana-Geode. Mhm. Mana-Geode macht irgendwie Schaden und dann kannst du die heilen, ziehst Karten und summonst einen Crystal. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es natürlich auf dem Board bleibt, ist gering auch. Viel interessanter finde ich jetzt eigentlich gerade den Daring Reporter. Kann man, gibt's eigentlich noch Mill-Decks? Ja, auf jeden Fall. Wird die, weißt du, ob die Fähigkeit aktiviert wird, wenn auch eine Karte sozusagen gemillt wird? Er zieht eine Karte, kriegt sie nicht auf die Hand. Achso, aber Frage, dass sie burnt, meinst ja, du? Ja, ja, das zählt. Das zählt als Karte ziehen? Ja. Okay, ja, cool. Er zieht die Karte, ja. Ja, weiß nicht genau, wie da nee, die nee, Regeln sind. Okay. Ja, würde tatsächlich ganz gut funktionieren, ja. Also es wäre halt auf jeden Fall wirklich bitter, so den raushauen an diesen komischen Murloc, wo alle beide zwei ziehen. Ja, richtig. Dessen, ich meine, das ist gleich meine 7-7. Ja, wird natürlich schwierig, oder, sie 6, 6, mit Turn 4 halt, beziehungsweise für Turn 5 auf dem Board zu halten, weil sie nur einen 3-3er körpert, aber da gibt's bestimmt Kombos, die ganz nice sind. Basiert? Verstehe ich nicht. Gibt einen in der Community, der heißt so. Ah, okay. Ja. Genau. Oh. Ja, du bist. Ich glaube, das mach mal lieber du, ich bin hier viel zu unkonzentriert für den Kram. Aber der hat die Karte so gut gefallen, dass jetzt direkt auch zweimal nebeneinander kommt. Ja. Also was mir noch besser gefallen hat, waren die ganzen Legendaries. Ja. Ah, die fand ich richtig gut. Okay. Sollten wir darüber reden, wie die Legendaries funktionieren. Na dann, wo sind sie denn? Eieiei. Nix Goldenes, was ist das? Wenigstens was Schönes, was man gebrauchen kann. Das ist ja nix hier. Hauptsache nochmal der Coin. Ich meine, das ist ganz geil für den Schurken, muss ich zu. Ah! Oh, finde ich da aber ganz gut, ehrlich gesagt. Ja. Das ist ja mager hier. Wenn ihr auch einfach ganz wild alle 5 oder 10 Packs des Card Deck back. Oh, das ist aber ein gutes Pack. Ja. Ey, eine Golden! Celestial Dreamer. If a friendly minion has 5 or more attack, gain +2/+2. Hm, das finde Druid nicht so kacke. Ja, komm. Ja. Jetzt, warte mal. So bestimmt diese, mit diesen, mit in diesem Jade-Golem-Ding ganz nice. Ja, vor allem gibt es nicht diese, wie heißt der nochmal, den einen komischen Schatten da, der 5-1 Stealth hat. 5-1? 5-1 Stealth, irgendeine Common, ich weiß nicht genau, die ist jetzt auch irgendwie in dem Pack. Ich glaube, die haben wir sogar schon gezogen. Echt? Ja. Und wenn man den im Turn, wenn der auch 3 kostet oder sowas, kann man den auf blöd coinen, den spielen, hat in Turn 3 eine 5-5 und eine 5-1. Und die 5-1 kann auf jeden Fall zumindest nicht weggepinkt werden, weil sie ja Stealth ist. Das ist richtig. Also das wäre eventuell überlegbar, sich irgendwie ein Deck zu basteln, aber naja. Kann man natürlich gucken. Und gerade, ja. Call in the Finishers. Summon 4-1-1 Murlocs. Ach, die Karte habe ich gestern im Yogg-Brawl mal gesehen. Stimmt, da war was. Guck mal, die 5-1er Shadow Rager ist eine Schurkenkarte. Also ah, okay, na gut, nicht. Ja, okay, schade. Wäre halt zu krasse Kombo wohl, ja. Ah, oh, du, Alter, was geht? Alles klar, Legendary Nummer 2. Und sind noch nicht mal 20 Karten oder langsam um die 20, ja, oder? So, komm, gib ihm. Oh, Kersekus! Nice! Okay, das ist sehr, sehr, sehr geil. Auf Kersekus habe ich richtig Bock, da ich ja noch kann ich meine Reno-Decks spielen, nämlich. Weil Standard noch nicht gewechselt ist. Und da ist diese Karte natürlich in jedem Mage- oder Warlock-Deck, das mit Reno zusammenarbeitet, ultra geil. Da freue ich mich sehr drüber. Es waren jetzt 17 Packs, 2 Legendaries. Vielleicht hilft gut. Der Kartrücken. Der Kartrücken ist es, Mann. Der ich sag's dir. Nee, es ist Skill. Ah, oder die Skills. Das ist der Kartenzieh-Skill. Ich glaube, das liegt daran, dass du immer Space drückst. Golden Comet. Das kann auch sein, ja. I got balls of steel. So, ganz kurz gucken. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein Foto machen. Heute im Büro hat Frank nämlich ganz viele Packs aufgemacht und ich weiß nicht, wie oft er diese
Ascent of Blossoms Karte bekommen hat. Und ich finde das jetzt gerade sehr witzig, dass ich sie in Gold habe. Das muss ich ihm schicken. Ah, herrlich. Sehr gut. Danke, ist der Typ, den wir damals beim Saufen getroffen haben mit dem kaputten Bein? Wir waren irgendwo in Spandau oben. Nee, das war Max. Okay. Frank war der neben ihm saß und ihn gefahren hat. Ah, okay, verstehe. Ja gut, ich tanze mal ein bisschen, während hier... Ja, das finde ich sehr gut. Das E drücken. Was E? E? Habe ich E gesagt? Du hast E gesagt. Warum sollst du denn E drücken? Niemand weiß das. Mei. Aber es ist schon ganz okay. Wir haben zwei golden, oder? Ja, zwei Legendary und zwei golden. Was läuft? Ja. Ach so! Maverick! Juhu! Subscribe zum 11. Mal in Folge, Mann! Vielen Dank, Maverick! Fast ein Jahr schon. Vielen lieben Dank. Golden kommen! Yeah, the golden. Jade Lightning, finde ich, ist eine coole Karte. Ist zwar super teuer für 4 Damage, aber solltest du schon sehr weit im Match sein und deine Jade Golems sind schon ziemlich stark, könnte das eine ziemlich krasse Karte sein. Naja, ich meine, im Optimalfall sind sowieso in egal welchem Fall 5 Damage. So. Ja. Also. Theoretisch, ist richtig, ja. Aber hier diesen Coin da, den wir, diese Ding, die wir gerade hatten, der hätten wir ein bisschen drüber labern können. Kommt sicherlich nochmal. Meinst du den, der einfach 0 Mana kostet oder wie? Nee, der irgendwie für 1 Mana oder so, was machen die nochmal? Irgendwie 3. Den meine ich! Wie gesagt, das Skill einfach. Man muss drüber reden, dann kommt's auch. Nein, hier, da entweder ein Jade-Golem summonen oder 3 Kopien von der Karte ins Deck shuffeln. Ja, ich finde die Karte super krank. Die ist halt einfach total broken, und zwar jetzt schon. Schon, oder? Ja, absolut. Ich finde die auch viel zu krass. Ich meine, du kannst damit halt einfach komplett Mill-Decks im Endeffekt oder Fatigue-Decks gänzlich auch aushebeln einfach. Das ist richtig krass. Sind die anderen dann tatsächlich, kosten auch nur 1 Mana dann? Ja, ist eine Kopie von der Karte. Das heißt, du kannst dir theoretisch ein 3 Milliarden Kartendeck dann irgendwie zusammensetzen, wenn der Zahlengenerator die Zahl 3 Milliarden im Deck fabrizieren kann. Das heißt, du könntest irgendwann für 1 Mana eine 7-7 Jade Golem spielen, wenn du vorher schon 6 Jade Golems gespielt hast. Du könntest theoretisch für 1 Mana eine 3 Millionen Jade Golem spielen. Ja, jetzt bleib mir realistisch. Naja, wenn das beide machen, dann müsste das theoretisch gehen. Nee, obwohl, scheiße, du musst die Golems ja immer wieder vernichten auch. Damit du sie wieder summon schwören kann. Ja, gut. Na, ist auf jeden Fall. Ja, wenn man nicht von Fatigue sterben kann, dann. Ist eine krasse Karte, meine Sachen. Also, die möchte ich auf jeden Fall testen. Und Lunar Visions, das ist auch nicht so schlecht. Ist ein etwas schwächeres Nourish. Allerdings, wenn du natürlich Minions ziehst und die dann 2 weniger kosten, ist schon sehr stark. Ja, vor allem, gibt bestimmt auch Decks, bei denen man einigermaßen das Ganze kontrollieren kann. Ja, auf jeden Fall. Also, das kann man sehr gut einsetzen bei der Deckerstellung. Ach, guck mal, Jade Golems haben einen Cap von 30. Ah, okay, gut zu wissen. Na gut. Naja, gut, ein Mana 30-30 reicht ja auch. I got balls of steel. Sander dran! Vielen Dank für den 2. Sub in Folge, Mann! Das Herz geht zurück, danke dir! Naja, bisher haben wir ein gutes Tempo, glaube ich. Ja. Also was zumindest die Ausbeute angeht. Ja, ich glaube, so in der öffnenden Geschwindigkeit können wir es noch ein bisschen steigern. Fellfire Potion, 5 Damage to all Characters. Also quasi ein Ysera's Awakens für 6 Mana. Ist ein krasses Board Clear, kann aber in der Theorie sogar dir den Sieg am Ende bringen. Naja, musst halt schauen. To all Characters, du kriegst auch 5 Damage. Ja, du musst natürlich dementsprechend noch mehr haben. Ja, Warlocks sind aber meistens nicht unbedingt die am meisten leben. Also, das, außer Reno. Ja, okay. Will ja nix. Nee. Du hast es einfach nicht drauf. Ich hab's einfach nicht drauf, scheinbar. Dann mach doch mal du wieder so. Ja, hier, warte. So was Dickes jetzt. Ja. Aufpassen. Passt. Immerhin eine Epic. Ich habe schon
wackelige Knie gekriegt. Das wäre jetzt total peinlich gewesen. Ja, total. Ah, der Burglebot. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich meine, theoretisch natürlich ziemlich krass mit dem Cardboard. Viel zu langsam, viel zu langsam. Genau, viel zu langsam. Und dann bleibt die auch nicht auf dem Board. Ja, eben. Keine Ahnung. Ein Cardboard und irgendwie wirklich schlechte Stats. Ja. Ey, jetzt echt, Wolf, streng dich mal ein bisschen an hier. Ja, ey, Mann. Deine Fans wollen was sehen. Offensichtlich kannst ja nur du die Legendaries beschwören. Ich krieg das ja scheinbar nicht geschissen. Nee. Ja, aber hey, wir haben noch 133. Das kostet die Welt. Du kriegst aber auch irgendwie keine zweite... Ich krieg gar nichts. Nee, wirklich nicht. Nichts. Ah, okay. Du musst mich langsam auskurieren hier. Ja, du sollst dir nicht alles von mir abgucken. Jetzt haben wir gleich 30 Packs und nur 2 Legendaries. Das ist nicht so gut. Oh, 14 Jahre Golem, auch nicht schlecht. Yep. Burly Bully. Legi im Verbindung. Du bist die Legendary. Ja. Das kann natürlich sein. Dafür kommt aber wenig von seinen Brüdern. Und Schwestern. Ich hätte gerne von den Schwestern die Aya Blackpaw bitte. Ich calle noch die Aya Blackpaw, wenn ich ein Pack aufmache. Ja, es zählt nicht, wenn ich es aufmache. Nee, dann bist du. Der wird einfach gedisst. Definitiv. Wir trinken Apfelsaft, ja. Natürlich. Zitronensaft, mein. Apfel mit Zitronensaft. Ja, immerhin mal wieder eine goldene. Auch wenn, naja, gut für einen Murloc-Parler ist das eine ganz gute Karte. Der Lotus Illusionist. Was after this minion attacks, a hero transform it into a random 6-cost minion. Was ist das denn krasses? Ja, ist relativ langsam, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Vielleicht kann man da was machen. Ja. So, also die ungeraden Zahlen. Die sind irgendwie scheiße. Die sind irgendwie scheiße, ne? Ja. Was ist da nur los? Immerhin zwei, aber. Wir freuen uns über Staub, wa? Oh, jo, zweimal die gleiche. Findest du auch krass. 12 Health für 4? Ja, auf der anderen Seite ist es halt wirklich einfach nur ein bisschen Heilung. Es ist nur ein bisschen Heilung, ne? Also, ich meine. Vor allem Friendly Minion, du kannst halt nicht mehr mit deinem komischen Zauberschaden umdreh Shadow Priest Gedingse. Ja, richtig, kannst du nicht 12 Schaden machen. Nicht einfach mal hier. Das wäre auch zu krass. Ach Mann, 24 Schaden, ich finde das jetzt nicht so wild. Das wäre echt zu krass, also es gibt schon einen Grund, warum der Friendly Character steht. Ja, das Problem ist aber, wenn du dann irgendwie so einen Jock oder irgendwie sowas spielst und die Karte wird gecastet und du bist gerade in deinem komischen Shadow-Modus. Ja. Da kannst du dir ganz schön ins Knie ficken jetzt. Ja. Ich meine, ja. Und normalerweise sind die Karten, wo sich Schaden verteilt wird, sind entweder auf Gegner oder auf irgendein Ziel. Ja. Dann hast du mindestens oder ungefähr eine 50-50 Chance. Ja. Und hier geht's auf jeden Fall auf den. Ja. Und ich meine, du wirst selten ein Monster haben, was 12 Heilung braucht. Und klar. Selten, ja. Da musst du schon sehr viel Pech haben. Ja. Gut, ich gehe mal davon aus, das ist halt so richtig krasse Control-Heal-Geschichte. Aber naja, dafür finde ich umso geiler diese Priest-Karte. Die Potion of Madness, gain control of an enemy minion with 2 or less attack until end of turn, finde ich für ein Mana super krass. Ja. Super krass. Also, die, glaube ich, wird man öfter sehen. So, jetzt die ungeraden Zahlen dürfen mich zwar nicht so im Stich lassen. Du hast gerade irgendeine Frage gestellt, ich glaube, du sollst sie beantworten. Achso, bei meinem Prime-Sub steht er noch nicht verfügbar. Gibt es eine gewisse Anzahl an Tagen, die zwischen 2 Subs liegen müssen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Eigentlich müsste es sofort wieder gehen. Keine Ahnung. Kann echt nicht sagen. Mir ein nicht bekanntes Problem tatsächlich. Die Power des Weihnachts. Kartrückens ist aufgebraucht. Meinst du? Ja, ich würde sagen, ab 20. Ab 120 können wir nochmal wechseln.
Und spielst du heute noch nach dem Opening? Mal gucken, wie wir das machen, wenn wir zu zweit hier sind. Wie wir, keine Ahnung, mit dem Decks bauen oder etc. Mal gucken. Ist ja gar nichts drin. Ist ja gar nichts mehr. Zumindest ein Coin. Ja, zumindest ein Coin. Okay, das noch. Dann wechseln wir mal den Rücken. Weil jetzt sind es 2 nach 40, also 2 Legendaries nach 40. Mhm. Naja, macht mich jetzt nicht so glücklich. Was haben wir denn noch für einen hübschen Rücken? Weil wir hatten ja eigentlich 2 in wie viel? 10 oder 20? Und die letzten 20 waren dann voll der Reinfall oder irgendwie sowas, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Chat, hilf mir! So ungefähr. Was kann man denn für einen hübschen nehmen? Vielleicht wollen wir irgendwas Themenmäßiges. Themenmäßig? Keine Ahnung, irgendwas. Pie vielleicht, Kuchen, keine Ahnung. Kuchen? So im Sinne, weil Weihnachten, Weihnachtskuchen und so, ja? Ja, warum nicht? Meinst du, Weihnachtskuchen bringt was? Der klassische Weihnachtskuchen, wer kennt ihn nicht? Oh nein, jetzt habe ich auch so Segen gedrückt. Ah, du Pfeife! Oh nein! Oh, jetzt klaut er mir die Guten. Ah, oh, wieder die Krallen, sehr gut. Ja, dann mache ich jetzt einfach... Warte! Okay. Nein. Okay, wir wechseln. Dann mache ich jetzt die Geraden. Ja. Wenn jetzt eine Legendary wieder ungeraden kommt, ne? Dann bin ich raus. Schön, das ist ich, Markus. Hi, schönen Abend. Ich bin ein guter alter Kumpel. Selber kein Streamer. Und bin einfach nur mal vorbeigekommen. Genau. Der sitzt einfach hier. Schaut gut aus. Ja, hätte ich vielleicht doch die den Liebeskartenrücken nehmen sollen. Oh ja. Jetzt haben wir irgendwie sind verkackt. Mach ich jetzt nicht die. Ach, egal, wir machen einfach wir so. Machen, ja, irgendwie. Wie es kommt, ne? Wie wer, kommt. Wer als Erster dran ist. Ja, genau. Skill, sag ich dir. Ist das Skill, ja? Das Skill, ja. Das zum Beispiel finde ich eine ultra genau, weißt, dämliche Karte. Nee, die ist. Wie ist es jetzt mit Spell Damage? Kommt ein extra Geschoss mit 3 Mana oder kriegt jedes Geschoss 4 Schaden? Jedes Geschoss 4 Schaden. Sicher? Ja. Hast du es schon gesehen? Nein, aber es erhöht den Spell Damage und nicht die Missiles. Also es wird dann nicht 4x4 machen. Okay, na gut, dann vertraue ich dir einfach mal. Also ich sage das dann... Also ja, es wäre krass. Ich glaube dir einfach mal, ja. Wenn das... Weil so finde ich die Karte echt nicht gut, weil 3 Missiles, die 3 Schaden machen... Ja, naja, es ist halt 9 Damage für 7 Mana, aber das, halt random. Das ist echt wenig. Nicht so... Nicht so gut. Also vor allem, es kann jetzt nicht 9 auf Face gehen, außer... Okay, es macht 3x4, ja. Also 3x4, ne? Ja, sagt der Chat auch. Nummer 17 war zweites Legendary, um nochmal eine kleine Rückblende zu haben. Danke. Wenn du jetzt, sagen wir mal... Quinelo. Der Gegner hat keine Minions mehr und du spielst die Karte, könntest du tatsächlich 9 Schaden direkt machen. Für 7. Dann wäre es wiederum geil. Aber so auf 3 verteilt, ich weiß nicht. Ja. Naja, mal gucken. Also ich finde es für 7 Mana. Nee, ich meine, aber trotzdem, ein Spell Damage gibt. Ja, dann ist 3 Schaden mehr, ist auch nicht. Aber verstehst du? Ein Flamestrike kostet auch 7 und macht auf alles 4, bis auf einen Hero. Ja. Deswegen kommt mir die Karte super schwach vor. Irgendwie schon, ja, jetzt wo du es sagst. Naja, du kannst halt, je nachdem, wenn du das Board anders vorher clearen kannst oder sowas, hast du einfach mal fett 9 Damage instant ins Gesicht. Oder wenn, wenn du halt siehst, dass er irgendwie 2 Minions hat, die nicht besonders viel Leben haben, oder 3 Leben sind ja meistens schon nicht so wenig. Ja. Du könntest halt theoretisch in Turn 9 mit Thalnos oder Kalt Sorcerer Rockets halt einfach 12 Schaden face gehen, wenn theoretisch kein Minion auf dem Board ist. Das ist halt schon dann krass. Siehst du mal. Ja. Ja, mein Overkill an den Minions, ja. 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 Weil halt alles RNG-mäßig ist. Oh. Ich dachte, wir sind jetzt. Ich glaube, du hast die Geraden wieder an dich gerissen. Ja, ich bin. Ja, krass. Oh, die Legendaries, wo sind sie hin? Das war so, wir haben uns fressen hingeworfen und danach. Ja, ja. Das ist wie beim Glücksspiel oder so. Ja, ja. Am Anfang gewinnst du, dann bist du süchtig. Genau. Und dann geht. Hier wird noch Musik gefragt, mein Freund. Später, sobald wir mit dem Pack-Opening durch sind. Whenever you cast a spell gain to attack, also ein Red Mana. Ja, das ist einfach viel zu teuer. Ja, ein zweifacher
Mana Bomb. Ja, genau. Viel zu teuer. Also langsam könnte doch mal wieder so eine Motivationsspritze kommen. Ja. Golden Rare, Black Room Bouncer. Das hat doch sie mit der fliegenden Flasche. Stimmt, ja. Whenever a friendly minion dies, gain one attack. Glaube ich, wird nicht großartig gesehen werden. Denke ich auch nicht. Also. Könnte man zwar in irgendwelchen Agro-Decks machen, aber dann wird er eh gleich zerstört, weil er kein Health dazu bekommt. Also. Eher nicht so. Weißt du, wann Afterbirth-Fluss rauskommt? Dieses Jahr noch. Das ist so nicht richtig. Ich glaube nämlich nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Aber innerhalb der nächsten 4 Wochen. 5 Wochen. 6 Wochen? 5 oder 6 Wochen. Irgend sowas. Ja, Mensch, Harvey, Zeit wird's. Und da ist sie! Fabi, du kommst rein und da ist die Legendary. Die ist für dich, Mann. Jawoll. War das mein Pack? Ich glaube, ja. Unfassbar. Ich habe die Aya Blackpaw gecallt, ne? Aya Blackpaw in und? Gold natürlich. Nochmal, Kasakus, willst du mich verarschen? Hey, Dust, freu dich. Ich hab 11.000. Das ist mir eigentlich tatsächlich ziemlich egal, ob ich jetzt das kriege. Na gut. Oh Mann, ey. Nochmal den Typen, ey. Da freust du dich dann tatsächlich schon über andere Karten, weil dann ist es 1600 gegen 400 das, ne? Nie Glück, du sagst es. Siehst du, das ist... Nicht umsonst haben wir dieses Emote, weil nie Glück. Es ist immer so. Verdammte Scheiße. Kräftiger Drohnen, mein Freund. Kräftiger Drohnen. Ja toll, jetzt kommt wieder ewig nichts. Ah, nochmal goldene einzelne Blossoms. Ich geh kaputt, ey. Wo ich den nur her hab? Arena, Fabi. Viel Arena gespielt, mein Freund. Oh. Gutes Pack. Na, immerhin. Gutes Pack. Kann man schon mal. Das finde ich auch sehr geil für Agro-Paladin. Ziehst 3 Ein-Mana-Kosten aus deinem Deck. Sehr geil das für Agro. Ja, definitiv. Dein Pack. Komm, go. Ja. Ja, immerhin. Oh yeah, die Pawnbroker. Give a random weapon in your hand 1-1. Nicht schlecht. Ziemlich krass in Kombination mit Gorehowl zum Beispiel. Also. Auf jeden Fall, weil du dann halt auf Face gehen kannst. Weil einmal Face gehen kannst. So. Ja. Und du theoretisch dann 15 Schaden Face machen kannst in 2 Turns. Schon ziemlich krass. Ja, Bran ist ja eh noch in der Meta, oder? Ja, Bran ist noch in der Meta. Oh ja, stimmt, das ist auch noch krass. Und da war gerade noch eine sehr geile Karte, nämlich einen umgekehrten Emperor. Solange die Karte an Bord bleibt, am Ende des Turns kriegst du auf jede Karte in der Hand +1/+1. Finde ich auch eine sehr kranke Karte im Übrigen. Und Wuja Saurus, danke für den Host. Was? Du wolltest was sagen? Wollte ich? Achso, ja, es ist. Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie dieses Ganze mit dem Karten in der Hand halten Ding wirklich funktionieren wird am Ende. Weil es halt doch sehr, sehr langsam ist eigentlich. Also, ich mag mich gerne irren, weil es belehrt mich gerne eines Besseren, aber. Ja. Bin mir nicht so sicher, weil ich denke, man wird halt einfach, wenn man viel hat, was man auf der Hand hochpowern kann, eben auch sehr schnell dann dazu kommen, dass man, ja, niedergerusht wird. Ich finde die aber ziemlich krass, diese Karten, diese ganzen Buffs. Ja. Wie gesagt, man muss halt schauen, wie die sind, also wie sie sich dann im Endeffekt verhalten. Ja. Ja, ich sag ja, in die ganze neue Meta muss ich mich jetzt eh erstmal einfinden und, dann kann man das natürlich deutlich besser nochmal beurteilen. So, wir sind gleich bei 60 Packs, die wir aufgemacht haben. Rare. 3 Legendaries haben wir bisher. Aus 60 ist immer noch alle 20 Packs von der Quote her. Was dementsprechend gut ist. Mistress of Mixtures, die finde ich ganz geil, die Karte. Kann im Late Game dir sogar den Arsch retten und am Anfang ist es halt ein 2-2er-Körper, wo du gegen die ganzen Aggro-Leute ziemlich gut ankämpfen kannst. Finde ich eine gute Karte, ehrlich gesagt. Und nochmal die Pawnbroker, ich will nicht den Gold. So, das 60. Pack.
bin jetzt für zwei Legendaries. In einem? Das hatte ich noch nie. Ich glaube, das hatten wenige. Ich habe irgendwas irgendwo auf YouTube gesehen, aber... Ja, gab schon welche, die hatten drei auf einmal. Ja. Und ein goldenes dabei. Und so. Ein goldenes, ja, das ist auch so völlig bescheuert. Oh, hier. So, die 100 stand, jetzt ist es nicht mehr dreistellig. Und es ist gerade beschissen. Ja, es gab eine Zeit, da hatten wir auch alle 4-5 Packs von Legendary. Das war ziemlich krass, da haben wir... Haben wir auch irgendwie so 120 Packs oder so geöffnet, da hat man ja mit 20 Legendaries und so, so krank, ey. War ein verrückter Tag, ja. Guck mal, der Magus! Welche Ironie! Aber das ist natürlich schon komisch, dass der Markus zufälligerweise mal wieder zukommt, wenn der Markus hier sitzt. Danke, Magus! Danke, danke! Also, Kappa! So, ungerade, ja. Immerhin mal wieder eine Epic. Oh. Oh, easy. Das finde ich auch ganz geil, diese Pin-Size Potion, dass alle Enemy Minions für einen Turn minus einen Attack haben. Kann man bestimmt krass einsetzen. In Kombination mit Shadow Word, Pain. Vor allem mit Stats tauschen. Mit Stats tauschen, also da gibt's. Oder allgemein einfach nur seine eigenen Minions nicht verlieren. Da gibt's so viele Möglichkeiten. Ja. Das ist ziemlich krass. Ey, jetzt, mein Glück ist weg, Leute. Dein Glück ist weg? Was hast du mit deinem Glück gemacht? Bist du wieder mit Füßen getreten, oder vermutlich, was? Vermutlich, ja. Ja, ich hab's Karma. Ja. Ich bin in der Zwischenzeit bestimmt irgendwelche schlimmen Dinge angetan. Ja, ich glaube auch. Ja, mir kommen viele Karten mittlerweile sehr bekannt vor. Das heißt, wir brauchen mal wieder ein paar neue. Cardback machen wir erst alle 40, haben wir gesagt. Nochmal Firefall. Das wird eine Menge Dust werden. Ich meine, die meisten Commons wirst du jetzt inzwischen schon haben. Ja, die meisten, wenn man diese ganzen Common Cards. Wahrscheinlich locker alle doppelt. Ja. Mehr Epics brauchen wir, zum Beispiel, wie nah nochmal Street Wars Fisch ist. Genau, du hast auch schon dreimal oder so gesehen. Ja, ich glaube auch. Ganz am Anfang auf jeden Fall. No more Legendaries. 70. Pack. Golden Common. Oh, die süße Ellie Cat in Gold. Die ist schon süß. Ah, jetzt sehe ich erstmal, die hat so Metallhütchen auf dem Säbel. Ja, sehr geil. Und ich finde so eine ziemlich nice Opening-Karte. Ein, ja, so 2-1-1er für einen Mana. Völlig in Ordnung für einen Hunter, ne? Die finde ich halt auch super geil. Das Cover Mage, Priest oder Warlock. Das heißt, du kannst als Warlock einfach Mage-Karten haben. Das ist krass. Ne. Ich finde das richtig krass. Das stimmt. Du? Oh. So, der Kuchen wird langsam gewechselt. Die Enttäuschung macht sich ja, ein bisschen breit. Ja, der Kuchen ist nicht so geil. Wind up Burgerbot schon wieder. Nee. Das ist es nicht. Oh, yes! Nummer 4! Deinem Pack wieder, ne? Natürlich in meinem Pack. Mann, 3-1 quasi. Naja, und du hast auch gerade mal nachgemacht. Du hast ja nicht mal eine neue Legendary gezogen, Pfeife. Ich hab's nur nachgemacht hier. Okay, dann muss jetzt hier aber eine neue Legendary drin sein. Jetzt. Yeah, und nicht so ein Kack wie Dr. Faust oder so. Nein, Quatsch, hier ist es richtig gut. Was sind das für Geräusche? Das ist hier von dem komischen Schraubstock unten von dem Mikro. Okay, komm, gib ihm. Zumindest eine neue. Cruel the Unshackled. If your deck has no duplicates, summon all demons from your hand. Wenn man in Turn 80 nochmal schön irgendwie, was war das? Ach, gibt's auch irgendwelche Karten, die einen Arsch voll Dämonen aus dem Deck auf die Hand zaubern oder so? Gibt's da nicht irgendwas? Weiß nicht.
Mir war so, als hättest du sowas gegeben, keine Ahnung. Klingt irgendwie krass, aber dann musst du halt echt ein Demon-Deck, also ein Demon-Reno-Deck bauen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das gut möglich ist. Und dementsprechend bezweifle ich, dass man... Weil ich meine, du kannst selbst von deinen ganzen Demons ja immer nur einmal dann haben. Naja, es sei denn natürlich, du machst ein bisschen Risiko, aber... Naja, es kommt drauf an, was du halt irgendwie so für Dämonen in deinem Deck hast, aber... Ja. Naja, ich meine, es gibt doch... Was gab's da, diese irgendwie Doomguard oder so ähnlich? Ja. 5-7 Haste? Ja. Einfach mal instant 10 Schaden verballern, ist jetzt auch nicht so schlecht. Du kommst auf 10. Naja, wenn du 2 davon auf der Hand hast. Du kannst ja 2 im Deck haben. Wenn du es irgendwie schaffst, ja, die irgendwie auf der Hand zu halten. Ja, das ist aber schon echt super riskant, ey. Aber klar, wäre theoretisch möglich. Aber um die spielbar zu machen, brauchst du eine Menge Luck. Ja. Super krasse Kontrolle. Ja, also... Oh. Ich meine, der Effekt schwierig. Ist krass, aber es scheint schon sehr langsam zu sein. Also ich denke, da gibt es deutlich bessere No-Duplicate-Karten. Ja, natürlich, also. Aber wir werden sehen. Aber es immerhin, wir haben man, wieder man eine kann, Knowledge. Man kann immer wieder ein bisschen überrascht werden. Also. Ja. Fabi, das ist der Markus. Ist ein alter Kumpel von mir. Und wir haben jetzt 4 Legendaries. Golden Ren, nochmal Jade Idol in hat, Gold. Hatten wir wow. Die nicht schon in Gold? Ja, die hatten wir schon in Gold. Ja, wunderbar. Sick. Damit sind die. Oh, jetzt noch eine Legendary, bevor wir zu 80 kommen, wäre recht geil. Wobei, dann haben wir 2-mal mit Kuchen Legendaries. Ja. Also der Kuchen hat es wieder ein bisschen gut gemacht, glaube ich. Die finde ich sehr geil, diese Karte. Ich mag das Bild, das ist echt witzig. Nein, kein Arbeitskollege, einfach nur ein Kumpel. So Menschen gibt's auch noch. Man glaubt, aus der echten Welt. Aus der echten Welt. Unfucking fassbar, ey. Hallo, großer Opa. Komm, eines in der dritten, in den nächsten 3 wäre so gut, ey. Ich würde sagen, wir switchen mal so die ja, Abwechslung. Nee, nicht nur den Karten, sondern dass sich das irgendwie 5 in Folge aufgemacht werden. Oh. Damit man in den Groove reinkommt, du verstehst? Ah, Groove. Ja. Okay. Ja, der ist ganz wichtig auch. Alles klar, wir bringen gleich also Groove rein. Auf jeden Fall. Du weißt schon, der Flow darf nicht gestört werden. Ja, ja. Aber man sollte es auch nicht zu einem Ausdauer-Ding hier verkommen lassen. Das ist sehr schön. Die Jade Spirit in Gold, über die freue ich mich sehr. Das ist eine tolle Karte, meines Erachtens. Wolf, gib nicht so mit deinem Real Life an. Wow. Okay, Entschuldigung. So. Ich hab einen Freund. Okay, nächstes. Was damit? Ach, Heroic Karazhan. Hm. Was ist mit Ragnaros? Aber warum nicht, oder? Oder was gibt's denn noch? Hallows End. Ist das nicht von Halloween oder so? Ja. Das ist ja auch schon fast vorbei. Das ist wohl schon ein bisschen vorbei. Ja, vor allem 2014. Das ist ja echt fast. Ja, das ist ganz schön alt, ne? Naja, naja. Was ist hier? Gadgeton ist doch Gnome. Einfach das thematisch nehmen. Ja, okay. Probieren wir es mit der Thematik. Ja, probieren wir es mit der Thematik. Alles klar. Thematik finde ich gut. 80 Packs haben wir noch. Wir haben 4 Legendaries, 7 goldene Commons und 5 Rares golden. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, du machst die ersten 5. Alles klar. Ich kann mal ganz kurz Real Life machen. Ah, oh! Ah, schade. Springfire Potion. Die ist so krass, ey. Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch eigentlich schon Erfahrung mit, was war das? Dragon Pirate Warrior oder irgendwie sowas? Heute wird irgendwer in meinem Facebook irgendwas geschrieben, dass er damit die ganzen Jade-Druiden platt machen würde. Aber niemand weiß das. Jo.
Shock ist okay. Auch nicht mehr. Das ist eine Arena, ziemlich geile Karte, meines Erachtens. Ja, schon mal Epic. Nix. Golden Epic! Golden Epic! Oh, nice! Dragonfire Potion Gold! Gerade noch gesagt! Bitteschön, gern geschehen. Ja, ja, wir sollten mehr über die Karten reden, die du haben willst. Fabi, wir werden uns nicht erschrecken, wir haben über Kopfhörer. Wir haben offensichtlich keine Augen. Geil, das war die erste Golden Epic, ne? Kann gut sein, ja. Hier, du bist dran, oder soll ich weitermachen? Nee, nee, ich mache natürlich. Oh, natürlich, klar. Weil ich ziehe jetzt die Legendary. Kabal Talon Priest, nochmal eine Common Gold. Wenigstens kommen wir ein paar Goldene, sieht auch schon mal schön aus. Nein, nein. Wieder die Greater Arcane Missiles. Du hättest ja Boxen aufstellen können, dann hättet ihr alles doppelt gehört. Das wäre nicht so clever. Jade Behemoth. Also jetzt haben wir schon fast alle Jade-Karten in Gold für den Druid. Das ist gar nicht so kacke. 85. Ich finde es übrigens sehr nett, dass hier jemand mitzählt im Chat. Danke dafür. Komm schon, ich muss mein Legendary-Versprechen halten. Nix gibt's, Alter. Nix gibt's. Scheiße. Ja, okay. Erst große Töne spucken und dann selber nur Scheiße ziehen. Dann kommt 69, das wird doch bestimmt irgendwas. 69? Meinst du, da kommt jetzt eine sexy Legendary? Schade, ja, Black Power wäre schön gewesen. Und das Red Pack ist jetzt nicht so sexy. Sub nicht angezeigt, folgt ihr? Weiß nicht, Blacky. Noch kam nix. Wird schon noch kommen. Ein bisschen verzögert manchmal immer. Drei Rares. Oh, ein Golden Rare. Oh, die Pin-Size Potion in Gold. Oh, die sieht geil aus. Ja. Was soll denn das? Ach so, hä? Ach so, und dann kippt er die drauf, dann wird der klein. So wird er das dargestellt. Clever. Auch nichts golden. Mann, Markus. Sorry. Das ist ja wohl echt die Höhe. Refresh den Stream. Sleep with the Fishes schon wieder. Wie oft würde ich die als Epic eigentlich noch kriegen? Ja, dieser Yari-Shuriken oder Jade-Shuriken. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, ganz nett. Die Wolf finde ich sehr geil. Ja. Transform all enemy minions into random ones that cost one less. Finde ich eine coole, lustige Karte. Kann man auch dann so Sachen wie halt Taunts umgehen oder Emperor Thoros in Sylvanas etc. Finde ich gar nicht so kacke. Ist ganz witzig. Vier Legendaries erst. Jeder von uns hat bisher zwei gezogen. Da muss doch jetzt mal... Echt? Hast du die... Nee, stimmt, du hast drei gezogen, ich eine. Ich dachte mir schon hier. Verdammt. Einfach meines Ruhmes berauben. Jeder Tief benutzen ist übrigens eine total tolle Sache. Komm, da musst du doch mal aufhören, das sind ja schon wieder 20. Das sind so viele Packs und so wenig Legendaries, Mann. Ja, aber sind wir nicht zumindest schon in dem Schnitt von den 40 oder irgendwie sowas? Ja. Oh! Oh, deine zweite Legendary, sehr Nummer schön. Nummer 5. Legendary Nummer 5. Oh, das ist aber ein gutes Pack. Das ist ein gutes Pack. Legendary, Epic und Rare. Ich sag, dass noch eine goldene Kammer dabei ist. Ah, oh, doch nicht. Naja, das wäre auch zu Und gut ja, gemacht. Stimmt, du hast recht, diese Rogue-Cutter ist ziemlich krass. Ja. Ah ja, Black Paw. Komm schon, ja, Black Paw. Brass Knuckles. Legendary. Scheiße, ja, Black Paw kostet nämlich 6. Ich hab schon gedacht. Rathion, draw cards until you draw one that isn't a dragon. What? Draw cards until you draw
that isn't a dragon. Okay. Ich kann so viele, wenn ich ein Non-Dragon-Deck baue, ziehe ich dann immer bis 10 Karten? Nein, nein, nein. Du ziehst, wenn du einen Drachen ziehst, ziehst du noch einen. Ziehst du noch einen Drachen, ziehst du noch eine. Ziehst du noch einen Drachen, ziehst du noch eine. Oder? Lese ich das falsch? Draw cards until you draw one that isn't. Ja. Ah, okay. Ja. Also, ich hab's andersrum erst gedacht. Ja, ja, nee. Das wäre ja auch zu krass. Also ja, gut, dann würdest du dich aber instant einfach mal. Ja, selbst fatigen, das ist ja total dumm. Yeah, turn six, suicide. Ja, richtig. Das heißt, ein Suicide-Deck. Die Karte könnte theoretisch in Dragon Priest echt krasse Synergies haben. Ja. Oh, ich hab jetzt schon Bock auf einen Dragon. Reno? Ja, aber blöd, das ist halt einfach auch nur eine 4-5, wo du eine Karte ziehen kannst mit. Das theoretisch, ja, aber naja. Das ist natürlich schon doof so. Aber trotzdem, kann... Kann natürlich... Gut sein. Kann... Oh, ich bin wieder dran. Kann aber auch scheiße sein. Ja. Oh, guck mal, eine Legendary. Mm. Zwei ineinander. Oh, find ihr the Flying Star. Ja, finde ich eher so meh. Aber 6 Legendaries. Hey, immerhin. Und auf jeden Fall keine Doppel... Oder nur eine Doppelte. Nur eine Doppelte. Du Idiot. Und gleich gesagt, es sollte eine andere sein, aber nee. Ich weiß. Egal, das waren also jetzt 100 Packs, 6 Legendaries. Das ist okay. Golden Common Rare. Das heißt 4-2 für Markus. Gewinnung. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, ja. Ja, dann komm, aufholen und so. Also wir haben jetzt theoretisch schon 2 mehr Legendaries als der Schnitt behauptet. Die Statistiken. Also, ist in Ordnung. Auch wieder ein gutes Pack, auch wenn man natürlich das... Naja, das ist das, ne? Ja. War ja ein krasser Flow. Im Wechsel 2 Legendaries. Ja, doch, war auf jeden Fall. War ganz nice. Das hatte viel Schönes. Das hatte wirklich viel Schönes. Okay. Ich weiß auf jeden Fall schon, was für einen letzten Kartrücken wir nehmen. Ja? Das wird der Kartrücken sein, mit dem wir damals so ein unfassbar krankes Legendary-Glück hatten. Wieso nimmst du das nicht von Anfang an? Das ist mir gerade erst eingefallen. Ja, weil du ja hier Theorien hattest. Ja, okay, sorry, dann lass gleich mal wechseln hier. Nee, das machen wir schon zum letzten 40. Das ist okay. Ja, ja, come on. Natürlich erstmal ein volles Müllpack abgekriegt. Erstmal Müll. Ich nochmal Müll. Na, was kann man Glück so sagen, ey. Nee, Markus, so kommen wir nicht weiter. Nee. Ja, das ist, Nochmal Dragon Fireball, ich glaube ja auch schon jetzt 3-mal oder so. Komm, hier wird jetzt erstmal gar nicht geschaut, hier wird straight einfach alles aufgeklickt. Oha. Krasser Typ. Und es ist nur. Und es ist nur die dritte goldene Jade Idol, ey. Was ist das denn? Krass. Oh wow. Da hat jemand Pech gehabt im Chat. 26 Packs und kein Legendary. Keine Golden, kein Epic. Immer diese fucking Booster, ey. Seit unserer Kindheit, wir werden sie nicht los. Ja, es war noch zu Magic-Zeiten. Wie Geld man da versenkt hat. Ich weiß gar nicht.
Hast du nicht mal Magic gespielt? Ja, ich war da nicht der Magic-Typ, nee. Nee, aber damit war man schon echt nerdy immer. Ich meine, hey. Golden und Voodoo Gamer Tom, 4 Monate bei der haarigsten Community EU West. Kappa. Wow, danke Tom, vielen lieben Dank für den fetten Sub, Feuermann. The next secret you play this turn costs 0. Das ist natürlich interessant. Auf jeden Fall. Secret Mage, confirm. Wurde am Booster nichts gekostet? Fabi, hast du geklaut oder was? Du Langfinger. Jetzt nennt man den 5-Finger-Rabatt. Ja, ich glaube auch. So, jetzt kommt der Legendary Card Rücken. Jetzt, das hilft alles nichts. Es war. Welcher war es denn damals? Der. Molten Core war es. Der Molten Core Cardback hat uns damals eine unglaubliche Serie gegeben. Die darf jetzt gerne nochmal kommen. So 2, 8 aus 160 haben wir gesagt, wäre sehr geil. Ich will meine Aya, ich will mir die nicht craften. Ich meine, gut, ich hätte genug das, aber. So, jetzt warten wir, bis hier dieser Hintergrund wieder blau wird. Ach, der wird ja blau, wenn man ab und zu, genau, vielleicht. Dann möchtet ihr sagen, öffne mich. Ja, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Blizzard einfach so ein Wichser ist und ihr kennt ja alle diesen Blizzard. Ja, wenn der Bot Clear 2 Schaden macht, dann alles einfriert. So ja, Scheiß. Und irgendwie, dass da bestimmt irgendwelche geheimen Mechaniken eingebaut sind, die dann. Ah. Okay, ich glaube, es wird nicht mehr blau. Du wirst. Nee, mir ist langweilig. Game breaking. Der Piranha Launcher ist ganz nice. Warte mal, auf die Taste. Naja. Oh, ja, doch, der kann man schon ganz gut verwenden. Naja, okay. Piranha ist vermutlich ein Bildtier, dann hat es ja, irgendwelche Synergien, dann passt das schon. Genau. Genau das. Nur Schrott. Nur Schrott, ey. Eieieiei. Ja, 5 Packs, nix dabei gewesen. Ja. Die Waffe ist viel zu langsam im Hunter, ja. Fight Promoter. If you control a minion with 6 or more health, draw 2 cards. Das könnte was. Ja. Boah, ist aber krass. 6 Mana, 2 Karten, 4 Vierer Körper. Naja, ich weiß nicht. Naja, ich meine, eigentlich ist es eine schlechteres Mage-Ding, weil 4 Mana, 4-4 sind jetzt kein besonders guter Stat. Und halt 2 Karten ziehen kriegst du mit dem komischen. Ja, klar. Für keine Intelligenz, glaube ich. Ja, 3 Mana. Ah, das sind ja keine schlechten Packs, ne, 2 Rares. Ja, hat also deswegen, ne? 30. 30 Packs. 30? Oh, Lotus Agents, ein Rare Golden Discover Druid Rogue or Shaman Card. Gucken, wie das ist mit den ganzen Discover-Karten. Da kann ich so gar nichts zu sagen. Die wir auch für diesen Coin auch schon bekommen haben. Wie gesagt, vermutlich sind nicht. Also. Mag mich irren, aber ich glaube, wir sind jetzt langsam durch mit den Commons. Ah, yeah, baby. Nummer 7 im 130. Pack. Ja. Nummer 7. Und das ist allgemein. Ich habe schon wieder ein gutes. Ja, dann kann es ja nur schon wieder eine sein, die wir schon haben. Wow. Nee, das ist jetzt deine komische. Ah, bist du nochmal verknallt? Ja, genau. Die. Ah, ja, Blackpaw. Das ist ja schon sehr geil. Komm schon. Hobart Grapplehammer. Der ist eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Ich finde den gut. Give all weapons in your hand and deck plus 1 attack. Es ist vielleicht eine etwas brauchbarere Karte. Vor allem, weil der Warrior nicht wirklich gute Zweier-Drops hat. Naja, und ich meine, du bist ja auch relativ schnell mit.
gibt's doch bestimmt diesen komischen One-Drop da, dieses Fliegeviech, wo du einen Haken kriegst. 1-3 oder irgendwie sowas noch auf der Hand. Zwei, ja, stimmt. Nee, zwei, Moment, das geht nicht. Wie nicht? Die Karte wird ja nicht gebufft. Die wird nicht gebufft. Du schmeißt im 1er-Drop in der ersten Runde, schmeißt du den auf den kriegst deinen Haken auf der Hand. Naja, aber ich glaube, damit ist die Karte gemeint und nicht die, die du schon ausgerüstet hast. Ich glaube, nur eine Hand auf der Hand und im Deck. Ja, okay, das heißt, du kannst die 1-3er von Enzos Fliege nicht buffen. Ah, okay, ja gut. Na gut, das macht Sinn. Na, scheiße. Aber auf jeden Fall sehr nett für alles, was Aggro, Face etc. angeht mit dem Envory. Ich habe mir jetzt 5000 Gold zusammengespart. Welche Kartenerweiterungen würdet ihr mir empfehlen? Wollt ihr mir eventuell Flüstern der alten Götter holen? Naja, wenn du gespart hast und möchtest Packs kaufen, dann macht das ganz neue Sinn, weil das hast du dann auch dementsprechend am längsten. Wegen Standardformat und so. Ansonsten kannst du ja auch einfach ein bisschen Old Gods und ein bisschen neue kaufen. So, ich habe eine Legendary rausgeholt, damit steht es 4 zu 3. Ich könnte es noch schaffen. Ja. Dann nochmal. Na los, Herz der Karten. Verlass mich nicht. Der Blubberbaron. Der Blubberbaron. Gefällt mir. Oh, Nummer 8! Nachgezogen, Digga. Nachgezogen. Oh, nein! Oh, es ist nicht Yaya! Oh, ich hab nur ganz kurz das scheiß Face. Ach, scheiße, ja, ich auch. Ich hab auch gesehen, es ist ein Pandaria. Naja. Ah, Madame Goya! Oh, ich dachte nur so, oh mein Gott, Pandaria-Face, das ist Aya Blackpaw. Und dann, oh. Oh, aber egal, eine Golden Legendary. Madame Goya, ich finde dir nur die Karte. Ich weiß es nicht, wie funktioniert diese Karte? Choose a friendly minion, swap it with a minion in your deck. Bedeutet das, ich habe eine 1, also ich habe mit Mage Thanos draußen, spiel dann Goya auf die 1-1er und sag dann, ich möchte Ragnaros haben auf dem Feld, oder? Ich glaube nicht, dass du es dir aussuchen kannst. Ich glaube, das ist ein Random-Effekt. Ich glaube, das ist wie dieser Barnes im Endeffekt. Nur, dass du einen Minion dafür eintauschst und das halt nicht ein 1-1er bekommt. Also, so denke ich. Also, ich darf mir das nicht einfach aussuchen. Aber warum steht dann da nicht Random Minion? Normalerweise steht immer Random dabei. Ja, vielleicht poppen sie auch einfach mal all deine 25 restlichen Karten und ich darf sie dann rauspicken. Genau. Ja. Das wäre zu krass. Nee, es ist schon Random Minion, ne? Ja, vermutlich. Das heißt, ja, wird auch im Chat geschrieben, im Endeffekt kann man diese Karte ziemlich krass verwenden, wenn man die im Late Game spielt und man weiß zum Beispiel, man hat noch einen Ragnaros draußen. Oder im Endeffekt ist es doch vollkommen scheißegal, wenn du weißt, du hast nicht viel Early Game. Ja. Und du hast aus irgendeinem Grund dir irgendwo ein 1-1er gesammelt oder du hast, was weiß ich, kurzzeitig All Class aus zum Beispiel irgendwie Gedankenkontrolle für einen Zug, irgendwie ein Minion vom Gegner übernommen. Ja. Oh irgendwo. Shit! Mit Bran ist das natürlich auch krass, wenn du einfach zwei Minions aufs Board wirfst. Stimmt, wie läuft denn das eigentlich mit Bran? Also ich meine. Obwohl, stimmt, du kannst ja nicht einfach. Du wirst wahrscheinlich ein Minion rausschmeißen und dann einfach das eine, was reinkommt. Auch swappen. Ja, kommt dann zweimal. Dann hast du einfach am Ende zweimal Ragnaros auf dem Feld. Nee, das geht nicht. Das glaube ich, geht ja nicht. Das wär, ja. Weil du swappst. Eins für eins meinst du? Außer du kannst zwei Minions aussuchen, dass du wirklich sagst, ich möchte einmal das Minion geswappt haben und einmal das wegen dem Bran-Effekt. Das könnte natürlich funktionieren. Das wäre schon ziemlich krass. Oder, ja, man weiß es nicht. Kann man ja einfach mal ausprobieren. Ja, muss man ausprobieren. Finde ich interessante Karte. Warte mal hier. Denselben Deck wie Bran. Ja, die Karte ist wohl am besten, ja. Ah, aber immerhin eine goldene Legendary hatten wir halt auch noch nicht. Warte mal, wie viel steht's jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen, tut mir leid. 5 zu 3, ja. Mach nur weiter. Oh, stimmt, ich bin immer noch dran, sehr gut. Oh, was wär ich. Das wär so geil, wenn das jetzt die Aya Blackpoint wäre. Goldene Aya. Ui! Ah, den hatten wir epic. War der nicht gleich im ersten Pack oder im zweiten? Also, ja, war ganz am Anfang. So, wir haben recht früh darüber geredet, über die Mana-Geode, ja. Die Karte finde ich recht schön. Die Gadgetons. Restore to Health. Social Light, ja. Die ist ganz hübsch gemacht. Ja. Hatten wir nicht eine goldene Legendary, als ich gekommen bin? Nee, Fabi. Golden Comet! Smuggler Run, give all minions in your hand 1. Das finde ich auch krass, eine Karte. Mhm.
deine Gut, Runde. Jetzt muss ich eigentlich auch nochmal. Golden Epic 2? Ja, hier? Erst zwei Golden Epics gezogen. Achso, ja. War die Dragon Dings. Ja. Komm schon. Immerhin 8 insgesamt, also das Ziel ist erreicht. Ich bin schon mal einigermaßen happy. Ja komm, hier in den letzten 20 kriegen wir doch locker noch eine. Gibt es eigentlich eine Karte, wo man für eine gewisse Zeit die Hand des Gegners sieht? Nein. Was wäre das denn für ein Scheiß, wenn du dann die Hand des Gegners sehen würdest? Also noch naja, ich meine, in Magic gab es auch solche Sachen. Da gab es auch irgendwie Mechaniken, wo du irgendwie den Gegner hast abschmeißen lassen oder irgendwas. Ja, das gibt es in Uno, glaube ich, oder so ein Scheiß auch, dass ich zeig mir deine Karten. Ja, nee, also aber das hier wäre zu krass. Ja, Hearthstone ist schon zu sehr darauf bedacht, dass man sich selber im Endeffekt kontrollieren kann. Dass man, ja, eben. Weil du kannst dann so krass um den Gegner rumspielen, wenn du weißt, das wäre zu heftig. Ich würde meines Erachtens auch völlig den Spielspaß. Naja, kommt drauf an, wie sie designt sind. Also. Na, immerhin. Golden Rare, die LA Amos. Ich finde die Karte an sich nicht schlecht, wenn sie halt nicht 5 Mana kosten würde. Ja. Der Doppelgangster. Warum ist der eigentlich deutsch? Weil der das englische Wort für Doppelgänger Doppelgänger ist. Ah. Das ist, oder ja, Kindergarten ist ja auch das gleiche. Ja, das stimmt. In der Wissenschaft gibt es übrigens auch viele Begriffe, die deutsch sind. Hm. So Eigenwert zum Beispiel aus der Mathematik ist Eigenvalue. Ja. Okay. Der Markus wieder rebellisch unterwegs, ey. Ja, hier einfach schnell beschissen. An sich ein nettes Pack gewesen, ne? Boah. So. Alles klar, immerhin. Also wir haben unter jedem Kartenrücken jetzt 2 Legendaries gehabt, witzigerweise. Vielleicht sollten wir Kartenrücken tauschen. Oder ist es doch der Kartenrücken, der uns einfach noch ein Legendary gibt? Ja, der nette Barkeeper. Den finde ich so toll. Das ist eine schöne Karte. Wow, 2-mal. Diese verdammte Karte. Hast du eigentlich Heroic Tavern Brawl gemacht? Nein, ich hab's um einen Tag leider verpasst. Ach, scheiße. Super ätzend. War das wegen dem Internet? Ja. Yeah. Pfeifen. Ganz genau. Ich hab jetzt auch. Ja, es ist der Cutback, Mann! 5-4, ich hab noch eine Chance! Yes! Oh yeah, baby. Ich habe auch gefühlt nie eine Legendary Only. Ich habe immer noch irgendwas anderes dabei. Ja. Komm schon. Ah ja, ich will dich nicht craften müssen. Komm schon. Nope, es ist Genso the Shark und ich finde die Karte ehrlich gesagt ziemlich meh. Ja, ist nicht so. Super meh. Super meh. Jetzt ein bisschen wie dieser Blinktron oder wie er heißt, oder? Ja, genau. Nur ein Jeeves. Jeeves, genau, Jeeves. Nur, dass du ein bisschen besser kontrollieren kannst, was passiert. Ja. Okay, kriegen wir die 10 aus 160? Das wäre... Ich bin wirklich aufgeregt. Ja. Ich hab das Gefühl, die jetzt auch schon 1 Million Mal aufgedeckt sind. Ja, ja.
Warte, ich habe nur noch 3 Packs. Oh nein, Markus, deine letzten 3 Packs deines Lebens. Und alle Scheiße. Und alle Scheiße. Welches Mädel wolltest du noch? Ich vergesse die ganze Zeit. Ah ja, Black Pop. Ah ja. Ich vergesse jemanden. Weil Aya Black Paw ist halt absolutes Muss für einen Druid dann. Na gut. Achso, das ist die 2 Jahre Golem. Ja, genau. Der Weasel Tunneler ist auch so eine Karte, ey. Ja, Markus, keine Legendaries mehr für dich. Scheiße, ich verliere noch. Das glaube ich nicht. Aber so ein Unentschieden wäre fair, Alter. Ja, so ein Unentschieden wäre schon nicht schlecht. Das ja, hätte. Komm schon. Die letzten 5, Leute. Die letzten 5. Gutes Pack an sich. Komm schon. Komm schon. Die Legendary muss doch jetzt noch kommen. 3 noch. Hallo, ist Aya. Echt mal. Wow. Oh, das ist ein vernünftiges Pack. Auch wieder ein sehr nices Pack. Shopped. Sleep with the Fishes. Ja, das können wir gleich mal sehen, wie viele du da davon gezogen hast. Ja. Oh, come on, das letzte. Warte. Also die habe ich 3-mal in Gold jetzt, ey. Golden Epic, Dirty Red. Oh ne, die finde ich ziemlich kacke. Da kann ja in Turn 2 kann ich Ragnaros aufs Board für den Gegner werfen. Wie dumm ist das denn? Aber auf der anderen Seite eine 2-6 für 2 Mana. Ist natürlich sehr geil. Ist krass, aber dafür muss der Effekt natürlich halt auch beschissen sein. Ja, das ist richtig. Ich frage mich, ob sie irgendwann eine Mechanik einbauen, die Battlecries verhindert. Ich meine, du kannst ja im Endeffekt, ja, vorher kannst du ja silenzen oder so. Ja, das ist richtig. Aber Battlecries kannst du nicht verhindern. Ja, das stimmt natürlich. Ja, das war ziemlich krass. New. 9 plus! Das wird bei einigen Karten stehen. 9 plus war gezogen und auch 2 mal in Gold. Ja, ja, RIP, Alter. Ja, gib einfach mal New ein und dann siehst du einfach. Ja, dann können wir ja mal alle angucken, die wir jetzt nochmal haben. Also, wir fangen an bei Druid, 3-mal in Gold, Jade Idol, ey. Da weißt du echt, was los ist. 9-mal Mark auf Lotus, Jade Blossoms 9 plus mal, alter Verwalter. Jade Behemoth, immerhin auch einmal. Wir haben recht viele Jade-Karten in Gold, meines Erachtens. Ich muss Aya in Gold machen, das hilft nicht. Bist du dir sicher? Du hast doch vorhin gesagt, dass du kaum Dust hast. Ja, stimmt. Ich habe nur 11.000 und wir haben noch nicht entzaubert den ganzen doppelten Scheiß. Recht wenig Mage-Karten neu gehabt. Oder gibt es allgemein recht wenig einfach? Kann ich mir nicht vorstellen, dass die da einfach. Ich glaube, die haben. Zumindest in groben Zügen eine ähnliche Anzahl, aber jetzt, wo du sagst, stimmt, das weil nur 2 Cummins? 2 Mage Cummins? Ich glaube, eine habe ich gerade eben weggeklickt, aber mehr nicht, nee. Tatsächlich. Keine Ahnung, hier sind es dafür halt dann deutlich mehr. Und sau viel für den Priest, aber es wird ja auch Zeit, dass der Priest gebufft wird, der war ja tot. Oh, ich freue mich. Richtig geilen Dragon Priest. Vor allem die Karte finde ich auch richtig krass. Ich finde die richtig gut. Oh. Da kann mit sehr viel Glück kannst du so krasse Karten kriegen, je nachdem, was passiert. Ja. Keine Ahnung. Auf wie viel das tippt ihr? Okay, warte. Meine Zahl ist. Ich habe da gar kein Gespür für. Wie viel bringt eine Kamen entzaubern? 5. Was bringt eine Epic? Was bringt eine Rare? Epic 100. Eine Rare 50. Oder? Ja, vielleicht. Oder 10? Ich würde sagen 2000 oder so.
Ja, ich würde sogar 3000 sagen. Mit der einen Legendary könnten es schon 3000 werden. Ja gut, aber... Ach, die stimmt, die haben wir ja doppelt, klar. Ja, stimmt. Hm. Ja, allein schon mal 400, hast du gesagt? Ja, allein da sind schon 400. Schön, schön. Wo kommt eigentlich deine 3 bis 4, wird hier im Chat so gesagt. 3 bis 4K, ja. 42 ist auch eine gute Antwort. 42, das finde ich gut. Ach, schöne Karte. Schade, dass es die falsche Pandare ist. Aber witzig, wenn ich mir die andere Pandare mache, habe ich beide Pandarenkarten in Gold. Ja, gucken wir mal. Aufgehängt. 5515, das! Ich finde, das ist ziemlich nah bei 2000. Also ich bin der Meinung, das ist viel näher an 2000 als 3000. Das ist gar nicht mal so wenig. Das sind 471 Common Cards doppelt, 98 Rare Cards, 5 Epic Cards nur doppelt. Das finde ich krass. Naja, was heißt doppelt? Mehr als zweimal. Ja, also mehr als zweimal, das stimmt. Und halt eine Legendaries. Okay, 2300, ich habe ja auch nur Commons gemeint. Richtig. Tschüss! Sag mal, 16.000 Dust. Ja, wird jetzt das mal sind deine, 10 Legendaries, ne? Dir wird jetzt deine Freundin noch gezogen, oder? Gucken wir mal. Legendary. Jetzt haben wir uns natürlich verschrieben. Legendary. So, gucken, was für Legendaries mir fehlen. Kuhn the Forgotten King muss ich, glaube ich, nicht unbedingt haben. Ja, gut. Knuckles, das ist also Dr. Faust, das ist der von dem Neuen. Mhm. Dreadscale wollte ich eh nie unbedingt haben. Und Princess Zoro war mir bisher auch nicht sehr wichtig. Ich glaube, Dreadscale, entweder der oder der Acid Maw. Einer der einzigen anderen Legendaries, die ich habe. Einfach okay. Total wertlos. Mage haben dies neu. If your deck has no duplicates, the next spell you cast this time costs zero. Ist natürlich schon krass, so ein 10 Mana Fireball, Pyroblast für nix. Ja, aber es ist halt auch nur im Endeffekt ein Spell und sie wird nicht lange leben, also im Endeffekt. Ja. Naja, also, ja, im Endeffekt brauchst du halt einen Fireball auf der Hand und dann kriegst du halt für 7 Mana einen fiesen. Aber jetzt stell dir mal vor, du kannst es kombinieren mit diesem Firelands Portal. Dann kannst du einen 5-5er aufs Board legen, 5 Schaden machen und kriegst noch ein 6-Mana-Minion. Oder 5? Ne, 5-Mana-Minion aufs Board. Ja. Das ist schon eine krasse Combo in Turn 7. In ja, Turn okay. 7. Na gut. In Turn 7. Das ist schon geil. Auf jeden Fall, ja, klar. Gut, Ronin hat mich eh nie so interessiert, fand ich nicht so schlimm. Wobei ich diesen Anomalos auch dafür eigentlich einfach mal weghauen kann. Spielt kein Mensch diese Karte. Allgemein kann ich mal gucken. Gut, ja, die kann man behalten. Acid Maw, King Crush, ist okay. Einfach aus Sammeltrieben würde ich schon jemanden das. Ja. Also vor allem, wenn du genug Dust hast, ja, macht es keinen Sinn. So, du bist, glaube ich, neu. Wicker Flame Burn Bristle, Divine Shield Taunt, Deal Damage Management, also Heals Your Hero. An sich ganz nett, aber kein Must-Have. Ansonsten nichts bekommen, der Paladin. Ich finde es ganz gut, dass sie jetzt auch irgendwie so einfach Low-Drop Legendaries rausknallen, ein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Weil die alten waren ja irgendwie 7, 8 Mana aufwärts. Hm. Stimmt, du könntest den Kazakus-Spell für Zero spielen. Oder diese, oder dann doch mit dieser Missiles-Karte, ist das ganz krass. Hm. Stell mal vor, du könntest in Turn 9 Thalnos oder so, oder die Kalt Sorcerer spielen, hm. Dann die Legendary und dann nochmal für 0 Mana 12 Schaden verteilen. Das sind schon krasse Kombos. Ja klar, man muss ja mal schauen, wie sich das so auswirkt, weil das ist, finde ich, relativ schwer vorauszusagen, wie sich Karten dann im Endeffekt machen. Ja klar, das sind halt alles Spekulationen und was passieren muss, damit das eintrifft etc. Das ist natürlich schon ziemlich krass. Ich meine, Tyrion ist relativ leicht vorherzusagen, dass der sich gut gemacht hat. Aber... Das stimmt. Oder hier Ragnaros Lightlord. So, beim Priest
Na gut, den habe ich in Gold, das ist wurscht. Und den neuen haben wir nicht. Razor the Chained. If your deck has no duplicates. Ich bin Markus. Achso, Steve. also, das. Du könntest theoretisch ab Turn 5 dich jede Runde um 2 für nix heilen. Finde ich schon krass. Der würde sich bestimmt auch in einem Dragon Reno Deck ziemlich fett machen, meines Erachtens. Mein, auch alleine, dass er für 5 Mana ein 5-5er Körper ist, ne? Au, oh, vor allem this game. Ja, eben, meine ich ja. Ab Turn 5 jede Runde um 2 heilen, egal was. Ist das fett. Das finde ich schon ziemlich heftig. Das ist natürlich geil, vor allem wenn du dann noch so. Wenn man den irgendwie kombinieren kann mit dem Typen Spellcasten Hero Power wieder einsetzen, muss man mal schauen. Ja. Weil dann. Den finde ich schon ziemlich nice, muss ich sagen. Da könnte man, glaube ich, eine krasse Kombo machen. Gibt es nicht noch irgendeinen Putzi, der Karten ziehen lässt, wenn man einen Spell castet oder irgendwie sowas? Naja, wenn du jemanden healst, könntest du theoretisch nachziehen. Nee, also es gibt, glaube ich, irgendeine. Keine Ahnung. Okay, ich kenn mich nicht so gut aus, aber ich dachte irgendwie, dass es eine Karte gäbe, die entweder irgendwie einen Coin auf die Hand gibt oder irgendwie eine Karte ziehen lässt, sobald man castet. Stimmt, mit Jessica wäre es natürlich ziemlich krass, aber Jessica ist ja bald raus aus dem Standard-Format, deswegen dann natürlich nicht mehr so heftig, aber aktuell natürlich schon krass. Raza in Turn 5, dann Jessica in Turn 6 und dann jede Runde um 4 heilen. Ja, oder einfach mal, oder jede Runde for free 4 Schaden verteilen, wenn du Shadow Priest bist. Oder theoretisch, oder 4 Schaden verteilen. Also ich glaube, der ist im Priest-Deck schon ziemlich fett, Mann. Ja, der hat Potenzial. Ja, Andi, den gucken wir uns nachher noch an. Hier ist neu Air, Shaku the Collector. Whenever this attacks, add a random card to your hand. Finde ich, ist ganz cool. Das ist halt mehr diese Stealth-Mechanik, um mehr mit Burgle etc. Ja, ja. Also, das ist, findest du, eine ganz nette Karte. Ja. Xoril haben wir eh da und Anub Arak. Ja, das ist eine Arena, eine geile Karte, aber. Aber im Constructed siehst du die eh nicht. So, Wild Eyes, den finde ich halt ziemlich krass, meines Erachtens. Zumindest für Control Charmy. Taunt und dann shuffelt er den Storm Guardian ins Deck und der kostet 5 Mana und hat einen 10-10er Körper. My Life for Aya, siehst du? Aya. Finde ich eine krasse Karte. Also, wer auf Charmy Control steht, finde ich, ist Wild Eyes eine sehr geile Karte, muss ich sagen. So, bei dir haben wir alle. Bei wie viel fehlen mir denn allgemein? 1, 4, 6, 8, 10. Naja, die eine habe ich in Gold, also 9. Ach so, ja, Tatsache. 11, 12. Okay, 12 von den normalen könnte ich mir theoretisch craften, alle. Dann hätte ich mal alle Legendaries, aber von den normalen fehlen mir zu viel. So, hier haben wir den neuen ja bekommen: ein Grapplehammer. Uff. Und was haben wir hier alles nicht? Da fehlt eine. Da habe ich auch super viele Klassik-Sachen nicht. Erst neue Patches the Pirate. Der ist natürlich in den ganzen Piraten-Decks. Ist nicht die krasseste Karte, aber. Es ist eine kostenlose 1-1er, also. Mit Charge. Ja. Eben. Aber würde ich mir jetzt nicht craften, ehrlich gesagt. Ja, man muss. Ja, die. Guck hier, Sergeant Sally. Ah. Habe ich. Ja, so. Ja, genau. Die finde ich eigentlich echt cool, muss ich sagen. Die ist zumindest so gebufft schon ganz nice. Durchaus, ja. Ne? Vor allem, weil es halt nur auf Enemy-Minions geht und nicht nur auf deine. Eben. Also da kann man schon auch ganz hübsche Sachen machen mit der Sally. Durchaus. Geh nochmal hin, was hat die für einen Spruch auf der Seite? Where did she come from? We don't even have a police force here in Gadget Zone. Nee. Auch nicht schlecht. Eine Politesse quasi. Ja. Sehr schön. Okay, sie, also, aber sie würde ich mir jetzt auch nicht craften. Dann die sind auch nicht neu. Da ist sie halt, ne? Die gute Aya hat zwar einen scheiß Stats, für Stats meine. Aber... Naja, ich meine, im Endeffekt hat sie auf... Es sei denn, sie wird gesilenced, hat sie mindestens 6-4. Und sonst halt 8-6.
Ja. 6 für 6 Mana ist jetzt nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du bis Turn 6 schon Jade Golems gespielt hast in einem Jade Golem Deck, ist sehr hoch. Ja, prinzipiell. Also von dem her, ganz nice. Wolf, kannst du öfter Gäste holen, ist ganz cool. Ja, wenn es dem Markus auch nicht so scheiße gefällt, wird er wohl nicht. Nee, wir wohnen ja halbwegs nah beisammen. Stimmt. Was sind das? 3-4 S-Bahn-Stationen oder so? Ja, das ist ungefähr so. So, Wolf etc., das ist auch alles nicht neu. Moment mal, habe ich dich nicht in Gold gehabt? Ja, ich war letztens bei dir im Account, ich habe den gedisst. Will ich nicht. Ich könnte schwören, ich hätte den in Gold gehabt. What? Hab ich den mal entzaubert? Gut, nevermind. Habe ich wohl was dringender gebraucht. So, Ilda ist nicht neu. Sie haben wir ja schon. Das ist auch alles nicht neu. Auch alles. Doch, er hier. Don Hancho. Den hätte ich ganz gerne noch gezogen. Den finde ich auch noch recht nice. Random Minion in your hand. 5+5. Huiuiui. Kann natürlich auch noch hinten losgehen, wenn man zufällig keine Karten mehr auf der Hand hat oder kein Minion in der Hand hat. Ja, klar. Kann natürlich auch. Kannst ihn halt einfach nicht spielen, so. Ja, das stimmt. Aber den könnte man sich eventuell noch craften, wenn man ihn in irgendeinem Deck braucht, sag ich mal. Ragnaros haben wir natürlich in Gold. Du bist noch neu. Ah, da ist der Herr Noggenfogger. Siehst du mal. Ja, das ist doch der, warte mal. Was war Gadgetzahn nochmal? Welche Stadt war das? Die unten in Tanaris oder war das die da im Brachland am Ufer? Ja, am Ufer. Am Ufer? Okay. Das Noggenfogger-Elixier, das hat man das nicht irgendwie da unten aus der südlichen Region gekriegt? Ich kenne das nur noch aus Classic, ich habe ja bei Classic WoW angefangen und da ist dann irgendwie immer weirder Shit passiert. Da hat man sich meistens in ein Skelett oder so verwandelt. Das weiß ich nicht mehr. Auch schon wirklich lange her. Ja. All targets are chosen randomly. Das ist aber für 9 Mana, wer spielt das und warum? Generell der Effekt, den kannst du nicht spielen, weil das einfach zu random ist. Das ist zu random. Das ist eine richtig schöne Turnierkarte. Hallo Lia, grüß dich. Also, nein, kein Grund zu craften. Das traue ich immer noch. Ich habe weder Deathwing noch den Deathwing. Ja, du bist echt traurig, Alter. Also, wenn ich mir einen Dragon Priest mache, muss ich mir die definitiv craften. Definitiv. Ja, aber du bist halt einfach traurig. Ja, I know. Also ich denke mal, ich kann mir da schon ein paar hübsche noch craften. Jetzt guck mal, haben wir irgendwas an Epics nicht? Von den neuen Sachen? Dich habe ich nicht. Gain empty Mana Crystal for each friendly Minion. Wow. Keine Ahnung, inwieweit das stark sein kann. Warte mal, ist das Druid? Das ist Druid, ja. Ja, gibt's nicht irgendwelche 2-Mana-Spells oder sowas, die dir irgendwie Tokens aufs Feld schmeißen? Ja. Also du könntest theoretisch... Richtig krass wäre, wenn du zum Beispiel mit Inner Weight Double Living Roots machst und dann könntest du um 4 rampen. Für 3 Mana? Ohne irgendwas zu verlieren? Und du bist ja schon bei Turn 3. Ja. Und dann wärst du im nächsten Zug in Turn 8. Ja, vor allem, wenn du brauchst, in Turn 3 brauchst du gerade mal 2 Minions auf dem Board. Es gibt ja genug irgendwie 1-2 Mana-Dinge. Ich glaube, in Old Gods gab es ja auch irgendwie billige Teile, irgendwelche Murlocs oder sowas, die dann irgendwie nochmal was gespawnt haben. Ich finde die Karte an sich ziemlich krass. Noggenfogger braucht man unbedingt für Fischwolf, ja, theoretisch. Aber dafür will ich mir nicht craften. Fischwolf? Ja, so ein Konzept, das wir auf YouTube haben. Okay. Ich könnte natürlich auch sortieren nach nur Gadgets und Karten. Das ist natürlich richtig. So, also da haben wir eine nicht. Die könnte man eventuell machen. Hier haben wir alle. Hier haben wir dich nicht. Warum haben wir dich denn nicht? Mean Street Marshall? Ich hätte schwören können, den haben wir gezogen. Na egal. Haben wir den nicht? Den haben wir wahrscheinlich nur in Gold. Den haben wir doch gezogen. Wir haben doch darüber noch geredet, if this minion has 2 or more attack draw a card, oder nicht? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht? Dann war das mit Frank heute. Okay, wurscht. Ja, mal. Hübsch. Keine Rogue. Wow. Lotus Assassin, whenever this attacks and kills a minion gains stealth, finde ich nicht schlecht. Und Lucky du Buccaneer, if your weapon has at least 3 attack gain +4/+4. Finde ich krass. Das ist eine krasse Karte, theoretisch. Das ist gut eingelebt. Rogue. Ja, auf jeden Fall. Richtig gut. Wir sind jetzt endlich fertig mit dem Umzug. Wohnung steht. Was ist das?
Was hab ich? Hab ich irgendwas gesagt? Ja, ich brabbel ab und zu einfach vor mich hin, also. Find the Creepers, Jeepers Creepers, anyone? Discover Arcade with Overload. So nicht unbedingt. Keine Warlock-Karte, aber der ist, glaube ich, eh nicht so gut, der Apothekari. Ja. Whenever you summon a minion, deal 5 damage to your hero. Sollte man krass. Definitiv in einem Zoo-Deck spielen. Auf jeden Fall. Und Kabal Trafficker, at the end of your turn, add a random demon to your hand. Ist okay, ne? Ich find's gut. Also, ich meine, das ist halt auf jeden Fall... Ist in Kombination mit dieser Karte, die ja, alle Demons aufs Board werft, ich mein, ganz gut. Ich weiß nicht, wie schnell und wie wichtig den Leuten es ist, einen 6-6 vom Feld zu kriegen, beziehungsweise den Effekt vom Feld zu kriegen, aber du kriegst mindestens eine Karte Value dazu. Ja, also Card Draw, 6 Mana, 6-6er Körper, also an sich eine solide Karte, finde ich. Naja, vor allem, du kannst ja sicher sein, dass es ein Minion ist und dass es nicht irgendein gammeliger Spell ist, den du nicht verwenden kannst. Zum oder Beispiel, so ja, zum Beispiel. Und wie gesagt, okay. Noch mit dem Effekt, den du da, von dem du gerade gesprochen hast, von dem einen Legendary, einfach alles aufs Feld schmeißen, was da ist. So, Dirty Red haben wir hier, wann haben wir hier nicht? The Defiance. Der ist so scheiße. Trina. Silence a Winner with Death Rattle, 5-7er. Ah. Das ist einfach, das ist super beschissen, das ist einfach ein schlechter Silence-Effekt. Ja. Also, mehr nicht. Und das war's. Also, uns fehlen nicht viele Epics. Also, so weit, so gut, sag ich mal. Schau mal, ob, wie heißt es, wie viele Commons und ob die überhaupt welche Commons fehlen oder ach so. Ding. Ja. Rare. Oh. Ups. Ach, kann man hier nicht sowieso einfach nach Commons sortieren? Ist das hier nicht so irgendwie? Na, scheiß drauf. Nein? Und nicht? Oh. Come on. Come on! So, nö. Er würde mich auch wundern, wenn das... Das würde mich wundern, aber 160 Packs, die man geöffnet hat. Das wäre schon etwas traurig. Hä? E, oder nicht? Ach so, mit E noch, ja, klar. Aber ich müsste... Ich glaube, Rares dürften wir eigentlich auch alle haben. Also aber 160 reicht, um fast alles zu haben. Naja, aber geh mal zurück, bei dem Ding hat zum Beispiel was gefehlt. Also nicht wirklich gefehlt, aber hattest du zumindest nicht alles doppelt. Ja, genau, hier zum Beispiel im Mage. Ah, Potion of Polymorph tatsächlich, die habe ich nicht zweimal. Ja, gut. Ach, das war auch nicht schlecht. Find ich ziemlich gut, ja. Ja. Finde ich auch ziemlich gut. Das ist nur wegen Gold, da haben wir alle. Ist es nur das blöde Schaf? Nee, hier ist es. Nee, Stolen Goods. Tatsache. Hier eigentlich auch alles. Aber es ist. Da ich wollte gerade sagen, passen das alles zweimal, aber wir haben ja schon Disenchanted alles von denen. Ja. Ja. Also, es ist fast alles da und da kann man sich dann noch ein paar craften. Ich meine, was soll ich mit 16.000 das sonst machen? Komm, create, mach's golden. Keep him. Ich kenne da nix. Ist einfach eine schöne Karte mit einem geilen Effekt. Ja. Kann man doch mal machen. Ah ja, Blackpool Gold, komm, gib ihm. So, fertig aus. Kommt hier nicht irgendwie.